Stellen Sie sich vor, Sie parken Ihr Auto vielleicht so wie jeden Tag, nicht ahnend, kommen zurück und es ist komplett zerkratzt. Es gibt unglaublich viele Schäden drauf, nicht nur ärgerlich, sondern würden viele auch beschreiben als absolut unnötig. So jetzt passiert im Donauzentrum Nähe, unter anderem auch bei der Wagramer Straße, und die Polizei hat sich daraufhin natürlich gedacht, was ist denn da passiert? Denn über 40 Meldungen von Pkw-Besitzern gab es da bereits mit eben Sachbeschädigungen, die ihnen aufgefallen ist. Was hat die Polizei daraufhin gemacht? Sie hat sich auf die Lauer gelegt und auch eine Dame, eine 66-Jährige, auf frischer Tat dabei ertappt, wie sie gerade eine Motorhaube zerkratzen wollte. Unglaublich eigentlich. Zu dem ganzen Motiv der Frau nannte man Frustration. Sie war also frustriert. Wie gesagt, nicht nur sie, bestimmt auch die Autofahrer. Und daraufhin hagelte es natürlich eine Anzeige auf freiem Fuß.